Hallo zusammen, es ist wieder Zeit für eine kommentierte Verlustpartie im Rahmen unserer Titel-Challenge. Und leider habe ich zwischen Weihnachten und Neujahr auch genügend Material dafür produziert, weswegen ich euch heute direkt eine Partie vom Erfurter Schachfestival zeigen kann. Ich hatte Schwarz gegen Felix Engers, der von der Wertzahl her ungefähr 200 Punkte unter mir lag, aber in der Partie außerordentlich gut gespielt hat. Vielleicht habe ich auch schlecht gespielt. Wir werden es gleich gemeinsam erfahren. Erstens C4, Springer F6. Wir haben hier einen Königsindisch-Aufbau von Schwarz und Weiß hat sich hier für die Vierhandschattierung des weißfältigen Läufers entschieden. Mit G3, Läufer G2. Gefolgt von D3 hier. Normalerweise oder Hauptfortsetzung ist, mit D4 zu spielen. Entweder direkt D4 oder erst Springer F3 und dann im nächsten Zug D4. Aber der Aufbau mit D3 ist natürlich auch gut spielbar. Idee davon ist, sich entweder dann mit E4 hinzustellen oder aber auch mit Turm B1, B4 am Damenflügel anzugreifen, ohne Angriffspunkte im Zentrum zu bieten. D6. Und jetzt sehen wir schon, Felix hat sich hier für Turm B1 entschieden, also den Angriff am Damenflügel. Alternativ wäre hier, wie gesagt, E4 möglich gewesen. Dann könnte es weitergehen mit C5, Springer nach E2, Springer C6, Rochade. Und die Stellung ist ungefähr ausgeglichen. Schwarz könnte hier entweder mit A6 fortsetzen oder auch Springer E8, gibt es verschiedene Möglichkeiten hier. In der Partie kam stattdessen Turm B1 und hier hätte ich vermutlich mit A5 dagegen halten sollen. Weiß wird früher oder später dann trotzdem zu B4 kommen, aber dann hat Schwarz erreicht, dass die A-Linie geöffnet hat, von der er hier aktuell mehr profitieren kann. Deswegen wäre das ein sinnvoller Einschub gewesen. Ich habe mich entschieden, direkt E5 zu spielen. Es kam B4. Und jetzt C6 mit der Idee, einmal diese Läuferdiagonale zu unterbinden, vielleicht auch mal D5 zu spielen, je nachdem. Die Stellung ist hier noch komplett im Ausgleichsbereich, allerdings ist es für Weiß etwas einfacher zu spielen, würde ich sagen. Felix hat jetzt hier mit E4 direkt im Zentrum dagegen gehalten, sodass D5 erstmal eine erschwerte Idee ist quasi. Und hier ist es gar nicht so einfach für Schwarz, den richtigen Plan zu finden. Als Königsindisch-Spielerin ist man ja so auf F5 und Königsangriff gepolt, weswegen ich hier auch mit Springer E8 fortgesetzt habe. Das ist hier in dieser Stellung tatsächlich aber nicht der beste Plan. Besser wäre es gewesen, mit Läufer E6 den Kampf ums Zentrum aufzunehmen und dann entweder D5 oder B5 zu spielen. Also zum Beispiel, wenn Weiß sich ganz normal weiterentwickelt mit Springer E2, entweder D5 oder auch B5 ist hier eine interessante Idee. Ich habe stattdessen Springer E8 gespielt und damit F5 vorbereitet, was ich dann auch nach Springer E2 umgesetzt habe. Aber das ist tatsächlich hier der falsche Plan und wir werden auch gleich sehen, warum. Denn Schwarz schwächt seine Königsstellung einfach mehr, als dass er irgendwie Angriffspotenzial damit erreichen kann. Felix hat hier mit F4 fortgesetzt. Gute Erwiderung, ein ganz bisschen stärker wäre das direkte Schlagen auf F5 gewesen. Schwarz möchte eigentlich immer gern mit dem Bauern wieder schlagen in solchen Konstellationen, aber hier kann Weiß jetzt direkt mit F4 dagegen halten und Schwarz hat Probleme im Zentrum. Deswegen könnte man sich noch anschauen, was hier nach Läufer schlägt F5 kommt, aber auch hier ist der weiße Läufer wieder befreit und schaut hier stark gegen den schwarzen Damenflügel und gerade in Kombination mit B4, B5 ist es schon recht unangenehm hier für Schwarz, sodass Weiß hier eine angenehme und bessere Stellung hat. Aber auch F4 war gute Erwiderung von Weiß. Jetzt hätte ich vermutlich den Druck noch aufrecht erhalten sollen mit Springer F6.
Ich war aber etwas überambitioniert, habe hier auf F4 geschlagen mit der Idee, nach Läufer schlägt F4 mit G5 fortzusetzen. Wir können noch mal kurz in die Stellung gehen. Also tatsächlich sollte Weiß hier auch mit dem Läufer schlagen. Der Springer ist an den Springer auf C3 gebunden, das heißt, er kann nicht schlagen. Und wenn der Bauer auf F4 schlägt, dann gibt es so Dame H4-Motive. Das möchte Weiß auch nicht. Deswegen ist Läufer schlägt F4 hier schon die richtige Fortsetzung. Und ich habe hier etwas zu aggressiv agiert mit G5. F schlägt E wäre noch besser gewesen. D schlägt E funktioniert hier nicht. Oder, also kann man schon machen, aber danach wird C4 zu einer großen Schwäche und plötzlich steht Schwarz sogar besser. Nach F schlägt E kann man aber natürlich auch gut mit dem Springer wieder schlagen. Und jetzt wäre eine mögliche Fortsetzung D5. Man schlägt Springer F2 und die Stellung ist angenehm für Weiß, aber Schwarz spielt ja auf jeden Fall noch mit und der König ist im Vergleich zur Partiefortsetzung nicht ganz so anfällig. Ich habe mich, wie gesagt, für G5 hier entschieden, ein Zug, den ich noch bitter bereuen sollte. Läufer D2. Und jetzt F schlägt E4. Das war der Hintergedanke von dem Manöver. Ich wollte nämlich erreichen, dass Weiß jetzt hier nicht schnell zur Rochade kommt. Springer schlägt E4 Kamm. Jetzt ist der G5-Bauer angegriffen, deswegen H6. Und in meiner Vorausberechnung hatte ich jetzt nur überlegt, wie Weiß es schafft, doch noch zur kurzen Rochade zu kommen. Also ich hatte überlegt, dass Weiß jetzt hier zum Beispiel Springer F2 spielt. Dann hätte Schwarz Zeit gehabt für Springer F6, die eigene Entwicklung voranzutreiben. Und die Stellung ist ungefähr im Ausgleichsbereich. Das war so das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich habe aber leider die starke Fortsetzung von Weiß hier übersehen. Mein Gegner hat es nicht übersehen und hier direkt mit H4 ausgenutzt, dass Schwarz sich hier sehr angreifbar gemacht hat am Königsflügel. So, der G5-Bauer ist angegriffen. Wenn Schwarz auf H4 schlägt, kann Weiß einfach mit dem Turm wieder schlagen. Jetzt ist der H6-Bauer angegriffen. Man hat das Feld F4 wieder unter Kontrolle, wo man sich mit Springer oder auch mit Läufer postieren kann. Und die Stellung ist sehr unangenehm für Schwarz, auch wenn der weiße König in der Mitte ist. Aber das kann Schwarz hier überhaupt nicht ausnutzen, weil fast alle Figuren auf der Grundreihe sind. Nach Dame auch noch. Deswegen habe ich nach H4 versucht, die Stellung dann wenigstens noch geschlossen zu halten mit G4. Aber auch G4 hat den Nachteil, dass Weiß nun das Feld F4 wieder zur Verfügung hat. Felix hat sich für Läufer F4 entschieden. Ich würde sagen, das war hier eine kleine Ungenauigkeit. Etwas stärker wäre entweder direkt Springer F4 gewesen oder auch mit dem Einschub B5 und im Anschluss Springer F4 und jetzt drohen hier Gemeinheiten auf E6, vielleicht auch mal auf G6. Die Diagonale ist sehr gefährlich für Schwarz und Weiß steht hier schon fast auf Gewinn, muss man sagen. Nach Läufer F4 hingegen hatte ich Zeit, meine Entwicklung voranzutreiben. Man kann hier nämlich Springer D7 spielen, weil der D6-Bauer nicht geschlagen werden kann oder es zumindest nicht schädlich für Schwarz wäre. Man nimmt wieder. Und er spielt jetzt hier Springer E5. Der Läufer auf D6 hängt jetzt. Wenn Weiß auf E5 den Springer schlägt, hat man das Läuferpaar. Der König kann nicht rochieren und auch genügend Gegenspiel. Nach Läufer schlägt F8. Wenn man hier das Material mitnimmt, kommt Springer schlägt D3. Der König darf nicht in den Abzug laufen, deswegen König F1. Jetzt Dame schlägt F8 mit Schach. Und hier jetzt zum Beispiel ein Zug wie Läufer F5. Wir sehen, dass Weiß eine Qualität mehr hat, aber das Läuferpaar ist hier sehr stark aus schwarzer Sicht. Der Springer steht auch sehr unangenehm und gut, der König kann sich auf H2 dann verstecken. Trotzdem hat Schwarz hier genügend Gegenspiel bzw. Kompensation für die Qualität. Deswegen hat Weiß hier auch nicht auf D6 geschlagen, sondern erstmal mit Dame D2 den H6-Bauern ins Visier genommen. Springer E5 mit der Idee, dass das Schlagen auf H6 dann immer den Punkt D3 vernachlässigen würde. Deswegen erstmal Rochade.
Und hier hätte ich nochmal eine gute Möglichkeit gehabt, wieder, naja, nicht direkt Ausgleich zu erreichen, aber zumindest Gegenspiel. Und zwar mit Springer F3 Schach. Weiß sollte schlagen und hier den Bauern mitnehmen. Jetzt hat man aber die Möglichkeit, insbesondere dadurch, dass der weißfältrige Läufer fehlt, jetzt hier im Zentrum dagegen zu halten und dann mit Springer D6 direkt wieder die Figuren ins Spiel bringen. Und Weiß hat hier einen Bauern mehr, steht auch objektiv gesehen besser, aber man hat hier durchaus noch Chancen aus schwarzer Sicht. Die Partie ist auf jeden Fall noch lange nicht vorbei. Man kann hier noch mitspielen. Das wäre hier noch, ich würde mal sagen, fast die letzte Chance gewesen, die dann auch noch ein paar Mal kommt. Aber dieses Motiv wäre auf jeden Fall etwas gewesen, was ich hier aus schwarzer Sicht hätte spielen sollen. Stattdessen habe ich mit König H7 den Bauern auf H6 gedeckt. Der Nachteil davon ist aber, dass die Diagonale hier auch geschwächt ist, was Weiß jetzt hier auch direkt mit Dame C2 ausgenutzt hat. Jetzt drohen hier immer solche D4 und Abzugsgeschichten. Deswegen habe ich Läufer F5 gespielt. Auch hier wäre Springer F3 nochmal eine Option gewesen. Läufer F5 kann aber direkt mit Springer D4 befragt werden. Nach Läufer D7 steht jetzt zwar hier der Springer auf D4, dem D-Bauern im Weg, aber Weiß hätte hier andere Möglichkeiten gehabt, die Stellung zu verstärken, zum Beispiel mit A4. Stattdessen kam Springer E2, also der Springer wieder zurück. Jetzt hätte ich natürlich versuchen können, mit Läufer F5 hier eine Zugwiederholung zu erreichen. Da hätte Schwarz auf jeden Fall mit glücklich sein sollen in dieser Stellung. Oder eben, was noch besser wäre, hier nochmal Springer F3 zu probieren. Ich habe stattdessen Springer G6 gespielt. Und danach ist es schon sehr aussichtslos, denn Weiß kann hier einfach auf D6 den Bauern mitnehmen und man bekommt einfach nicht genug dafür. Ich hatte hier gehofft, mit Dame E7 gefolgt von Dame E3 noch irgendwie ein bisschen Druck zu erzeugen, aber das ist einfach nicht so. Felix hat ja auch richtig weitergespielt mit C5. Springer schlägt B7 ist auch möglich, aber dann hat Schwarz tatsächlich noch ein bisschen mehr Spiel. Also zum Beispiel mit Läufer F5 und jetzt Turm E8. Weiß hat zwar zwei Bauern mehr, aber ist nicht so einfach, hier die Stellung zu verstärken. Und Schwarz hat ein bisschen Druck, obwohl objektiv gesehen Weiß hier natürlich trotzdem noch sehr gut steht. Aber C5 hier auch die bessere Option. Das kontrolliert Schwarz noch ein bisschen mehr, weil der Springer auf D6 hier so ein schönes Vorpostenfeld hat. Jetzt zum Beispiel auch nicht der Turm nach E8 gehen kann. Das Feld F7 könnte mal schwach sein. Deswegen war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich habe Dame E3 Schach gespielt, König H1 und bin jetzt hier schon mal prophylaktisch aus der Diagonale rausgegangen, weil auch immer Läufer E4 nebst H5 eine Drohung ist. Läufer E4 kam trotzdem und hier möchte ich euch mal bitten, das Video kurz zu pausieren und einfach mal zu überlegen, welche Option hat Schwarz hier und insbesondere auch mal Springer schlägt H4 zu berechnen. Ja, wenn ihr Springer schlägt H4 berechnet habt, wie ich in der Partie übrigens auch, dann werdet ihr feststellen, dass G schlägt H4 schon mal nicht funktioniert, wegen Dame H3 gefolgt von G3. Und plötzlich ist Schwarz derjenige, der angreift und hier auch die Partie gewinnen wird. Aber Weiß hat eine sehr starke Ressource, nämlich Springer F7 hier in dieser Stellung. Und ja, jetzt ist Schwarz gezwungen, auf F7 zu schlagen. Und Turm schlägt F7, hat erstmal dann Material gewonnen, zumal der Springer auf H4 auch noch angegriffen ist. Trotzdem gibt es hier noch ein paar Varianten, die auch für Weiß nicht ganz einfach sind. Zum Beispiel ist Läufer F5 hier sehr trickreich, weil der Läufer nicht schlagen kann wegen Dame F3 nebst Matt. Deswegen ist nach Läufer F5 hier Turm F1 der einzige Zug, der für Weiß den Gewinn sichert, quasi. Und den hätte man natürlich erstmal in der Partie finden müssen.
Deswegen wäre aus praktischer Sicht, vor allen Dingen, wenn man gleich die Partiefortsetzung sieht, Springer schlägt H4 auf jeden Fall der richtige Zug gewesen. Ich traue meinem Gegner, und das habe ich in der Partie auch ihm zugetraut, dass er Springer F7 findet. Deswegen habe ich Springer schlägt H4 auch nicht gespielt. Trotzdem, die Partiefortsetzung war dann doch noch etwas einfacher für Weiß. Deswegen wäre das hier so die letzte Schummelchance für mich gewesen. Nach Springer E5 hat Weiß nämlich ein sehr interessantes Motiv, mit D4 einfach den Springer zu befragen. Sieht zwar jetzt erstmal so aus, als ob der hier schön nach F3 reinhüpfen kann, aber das Problem ist, dass die Dame auf E3 keine Felder mehr hat und nach Springer C4 verloren geht. So, den Rest brauchen wir uns eigentlich nicht mehr anschauen. Ich zeige nur noch kurz die nächsten Züge. Springer schlägt D4. Jetzt hat Weiß hier eine Figur gewonnen. Und vor allen Dingen bekommt Schwarz die auch nicht wieder. Also ich habe hier noch probiert, mit Turm E8 irgendwie die Gegenüberstellung auszunutzen. Aber Läufer D3 deckt hier alles. Und man hat keine direkten Drohungen. Ich habe zwar trotzdem noch weiter gekämpft und die Partie ging auch noch über 20 Züge, aber es war doch eine recht klare Sache und mein Gegner hat das hier auch stark weitergespielt. Deswegen musste ich mich dann am Ende geschlagen geben. Ja, was können wir insgesamt zu der Partie sagen? Ich glaube, der erste Fehler war, dass ich mit Schwarz etwas zu aggressiv, zu optimistisch gespielt habe, was generell ein Fehler ist, der mir häufiger passiert. Wenn ihr schon mehr Verlustpartien von mir angeschaut habt, dann kennt ihr das schon, dass ich gerne zu Selbstmord am Brett neige. Das ist mir auch in dieser Partie wieder zum Verhängnis geworden, aber man muss auch sagen, dass mein Gegner das wirklich sehr, sehr gut gespielt hat und sich den Punkt auf jeden Fall verdient hat. So ein paar kleine Chancen hätte es zwischendurch noch gegeben, vor allen Dingen das Motiv mit Springer F3 kann man sich mal merken. Also insgesamt durchaus eine sehr lehrreiche Partie. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liked gerne das Video, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann zur nächsten Verlustpartie.